Ich bin Bea von der Tollerbox. Ich bin Ignas auch von der Tollerbox. Und wir packen jetzt die Box aus, die sich nennt Der Traum vom Fliegen. Aber ich glaube, dass uns alles wegfliegt, wenn wir das hier auspacken. Deswegen gehen wir jetzt nach unten. Hallo, da sind wir wieder. Traum vom Fliegen. Da wird ein verletzter Vogel hochgebäppelt, so dass er wieder fliegen kann. Und meine Lieblingsstelle ist, wo der Junge versucht, der mitfliegt, den mit dieser Flasche wirklich hochzupusten und wo Lum Lum Lau, Pi und Kess den mit dem Fallschirm fliegen lassen. Das rote Bettchen ist das Flatterband. Mit einem einfachen Bambusstab und etwas Flatterband können die Kinder sich ein Flatterstick machen und damit die Luftbewegung erforschen. Mir hat es sehr Spaß gemacht. Ich habe auch gesehen, wie man fliegt und diese Bewegungen habe ich auch mal ausprobiert. Bei dem gelben Bettchen geht es darum, einen Fallschirm zu bauen. Hier sind ganz viele einzelne Teile, aus denen man diesen Fallschirm bauen kann, der wirklich durch die Lüfte segelt wie der wunderschönste Vogel. Damit verstehen die Kinder das Thema Luftwiderstand und wie überhaupt Volumen in der Luft entsteht. Und das ist ein Spiel, der sehr umweltsmart macht. Das blaue Päckchen ist die Pustekugel. Man hat eine Flasche und einmal Handschuhe und Luftballons und Tesa-Tape. Vielen Dank an unsere Partner auf diesem Wege. Und aus diesen Materialien kriegt man das so hin, dass diese Kugel ganz frei in der Luft schwebt. Es geht darum, Jungs wie Mädchen zu begeistern, zu schauen, wie kann ich aus simplen Materialien etwas machen, was hinterher auch eine Funktion hat. Hier haben wir auch ganz schön viele Teile und das ist bislang eigentlich die vollste Box. Der liebe Pi hat 51 verschiedene Teile gezählt, die wir in diese Box gepackt haben. Und manche Geschenke von manchen Partnern, das noch nicht mal mitgezählt. Diese Box bringt jetzt zum Umbruch in die warme Jahreszeit Spiele, die man auch drin, aber auch draußen spielen kann. Und bringt auch ein bisschen Erfindergeist mit. Und das ist das, was die Tollerbox fördern möchte, die Erfinderkraft der Kinder. Und dazu wird es auch noch mal mehr bei uns im Blog geben und auch in den nächsten Boxen, die wir über den Sommer über machen. Also, vielen Dank fürs Zugucken und tschüss! Bis zum nächsten Mal!